So, wir sind zurück. Das GEFGA-Radio, das studentische Radio des Instituts für Kultur, Anthropologie und Europäische Ethnologie. Oh, das habe ich heute schon sehr oft gesagt. Und stolperfrei, ohne Fehler. Ich bin ein bisschen stolz. Wir hatten eben eine kurze Diskussion über die Musik, ob die nicht ein bisschen zu schnell und zu laut wäre für einen Montagabend. Und ich sage, genau deswegen ist sie schnell und laut. Es ist Montagabend. Dann noch der erste Montag im Monat Februar. Wir wollen mit Bastian ein bisschen in die Zukunft sehen, vom Februar aus, beziehungsweise uns Gedanken darüber machen, wie Wissenschaft und Gesellschaft Zukunftsvorstellungen verändern. Stimmt das so ungefähr? Ja, die Gedanken möchte ich mir selber machen. Darüber ich sprechen möchte, ist ein Phänomen, das sich an vielen Stellen beobachten lässt, nämlich dass Wissenschaft vom Menschen hergestellt wird, aber sich oft gegen ihn zu wenden scheint, also gar nicht zum Nutzen seines Herstellers dient. Dafür gibt es ein paar Beispiele, die jeder kennt, zum Beispiel gesundheitsgefährdende Nahrungszusätze oder Waffentechnologie oder elektronische Musik, die du spielst. Nein, nur Spaß. Aber ich bin dem Problem auch an einer ganz anderen Stelle begegnet, nämlich an meiner Bachelorarbeit, bei der ich mich mit Digitalisierung in der Gesellschaft beschäftige. Das ist so ein Querschnitt aus Science and Technology Studies und Zukunftsforschung. Im Speziellen schaue ich mir da an, wie politisch und ökonomisch eine Digital Policy betrieben wird. Das heißt, wie digitale Technologien in ein gesellschaftliches, politisches Programm umgemünzt werden, wie politische, ökonomische Traditionen, kulturelle Muster korrelieren mit neuen Technologien, die in die Gesellschaft eingeführt werden und welche Folgen das unter anderem für die Gesellschaft und den kulturellen Kontext hat. Wow, viele Fremdwörter. Ich wollte gerade zu einem Zettel greifen und mir erstmal ein paar Notizen machen. spannend, super spannend. Was ist denn daran für dich sozusagen wissenschaftlich relevant, kulturanthropologisch relevant, beziehungsweise irgendwie zu problematisieren in deiner Arbeit? Also es gibt einige Stellen, bei denen diese Digital Policy durchaus kontrovers und kritisch zu betrachten ist. Dass es digitale Medien an sich gibt, ist natürlich kein Problem. Ich bin selber auch ab und zu ganz gerne im Internet zum Beispiel. Aber gerade wenn man... Internet ist böse, Bastian, das wissen wir doch. Nee, geht da mal hin, das ist gar nicht schlecht. Ja. Meinst du wirklich? An anderen Stelle ist digitale Medien aber natürlich auch ein Problem, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Es stellt sich zum Beispiel ein Problem ein, das schon zu Zeiten der Industrialisierung in ähnlichen Strukturen vorhanden war, nämlich dass versprochen wurde, dass durch die Erfindung technischer Mittel, wie zum Beispiel Maschinen, der Menschen Arbeit abgenommen werden kann. Stattdessen wurde ihm die Arbeit aber nicht abgenommen, sondern weggenommen. Eben wegen der Verbindung der Technologie-Maschine mit dem herrschenden wirtschaftlichen System, das auf Akkumulation von Kapital aufgeht, also auf eine Bündelung von Kapital. Das heißt, die Gesellschaft als Ganzes hat nicht per se einen Vorteil davon, wenn Wissenschaft betrieben wird und wenn Wissenschaft neue Produkte hervorbringt. Und das ist genau das, was beim Prozess der Digitalisierung gerade der kritische Moment sozusagen ist. Jetzt ist der Moment, in dem sozusagen die Gesellschaft so vorbereitet werden muss, dass sich diese digitalen Technologien am Ende nicht gegen sie wenden. Und nur ein kleines Zitat habe ich gefunden, das fast schon ein dystopischer Ausblick auf die Zukunft ist, aber ich möchte es gerne vorlesen, das ist von dem Mathematiker und Philosophen Günter Dück. Ich zitiere: Computer können produzieren, sie verstehen sich auf Banking, Krankheitsdiagnostik, Verkauf, Autofahren, Steuererklärung, das Halten von Vorlesungen und sie spielen mit den Menschen. Und weiter, Menschen werden nie mehr gut bezahlt für etwas, was Computer selbst können. Ja, in diesem Zitat lässt sich ablesen, was für eine immense Herausforderung es ist, diese Technologien in einer Art und Weise in die Gesellschaft einzubringen, die nicht dazu führt, dass sich die Lebensumstände verschlechtern. Das
sind ein paar der zentralsten Probleme dieses Phänomens. Ja, spannend. Interessant. Latour und Calland, zwei relativ berühmte STS, Science and Technology Forscher, beziehungsweise auch Aktor-Netzwerk-Theoretiker, also die Aktor-Netzwerk-Theorie, ist nochmal eine Weiterentwicklung der STS, kann man sagen. Reden davon, dass es einen neuen Leviathan gibt, also den Hobbeschen Leviathan irgendwie umgemünzt auf kleine Leviathane und Prozesse der Kopplung. Also wer hat sozusagen die Macht, Sachen zu koppeln, Wissen zu koppeln an gesellschaftliche Entwicklung. Trifft das zu? Ist das ähnlich deiner Forschung? Also geht es in die Richtung zu sagen, es werden neue Leviathane geschaffen? Ja, also was auf jeden Fall Punkt ist, den du da angesprochen hast, den ich bestätigen kann, ist, dass es nicht mehr ein einziges Kontrollorgan gibt, das allen übergeordnet ist, weil das ein gutes Beispiel dafür ist, wie Technologien mit gesellschaftlichen Mustern zusammenspielen. Denn das beherrscht wird, das kontrolliert wird, das gesteuert wird, das ist wie bei Hobbes angedacht, auch jetzt noch in der Gesellschaft, nur dass in einem neoliberalen Kontext zum Beispiel darauf geachtet wird, dass die Bürger sich selbst ökonomisieren, sich selbst beherrschen sozusagen, und das lässt sich natürlich auch durch Technologien sehr gut unterstützen. Also zum Beispiel das Quantified Self ist so ein Stichwort, das mir da einfällt, also die Selbstvermessung.